Ravi de vous retrouver, herzlich willkommen zum Arte-Journal. Trotz stockendem Geisel- und Gefangenenaustausch, die seit gestern geltende viertägige Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas hält. Die Lieferung von humanitären Gütern in den Gazastreifen gehen auch weiter. An diesem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen wird vielerorts besonders gegen Femizide demonstriert. Wir beleuchten die Situation in Mexiko, wo durchschnittlich 10 Frauen pro Tag ermordet werden. Und ein fesselnder Geschichtskrimi am Schluss über die Wiederentdeckung eines völlig in Vergessenheit geratenen Ritters der Artus-Sage. Die von den allermeisten Menschen im Nahen Osten herbeigesehnte Feuerpause hält nun schon über einen Tag. Allerdings verzögert sich die für heute vorgesehene Freilassung von weiteren 14 Geiseln aus der Gewalt der Hamas. Im Gegenzug soll Israel weitere 42 palästinensische Gefangene freilassen. Was wir wissen, fasst Fanny Lepin zusammen. Keine Feuerpause gibt es in der Ukraine. Kiew meldet in der letzten Nacht den bislang größten. Ja, und demonstriert wurde auch an diesem Samstag wieder viel für Frieden in der Ukraine oder ein Ende des Gaza-Konfliktes, aber auch um sich an diesem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen Gehör zu verschaffen. Das ultimative Hassverbrechen gegen Frauen ist der Femizid. Allein in Deutschland stirbt dort durchschnittlich an jedem dritten Tag eine Frau durch die Gewalt eines Mannes. Und in Italien hat vor 2 Wochen ein besonders brutaler Femizid eine gesellschaftliche Debatte ausgelöst. Der Mord an der 22-jährigen Giulia erschüttert das Land wie kaum ein Frauenmord zuvor. Der mutmaßliche Täter, ihr 21-jähriger Ex-Freund, war nach Deutschland geflohen und vor einer Woche in Leipzig dingfest gemacht worden. Heute wurde er nun nach Italien ausgeliefert. Die ganze Geschichte mit Jule Schaar. Tja, und geradezu dramatisch ist die Situation für Frauen in Mexiko. Hier spricht man von durchschnittlich 10 ermordeten Frauen pro Tag. Jedoch nur ein Viertel der Taten wird von den Behörden als Femizid anerkannt. Seit Jahren nutzen mexikanische Feministinnen diesen Tag gegen Gewalt an Frauen für Großdemonstrationen. Und was sie sich dieses Mal ausgedacht haben, um Gesellschaft und Behörden aufzurütteln, das zeigt die Reportage aus Mexico City von Anvinia. Samstags interessieren wir uns immer für die wunderbare Welt der Wissenschaften. Zuerst die erstaunlichsten oder beruhigendsten Entdeckungen der Woche mit Alienor Carrière. Kommen wir jetzt zum Richtungskampf in der Welt der künstlichen Intelligenz. Sie haben es vielleicht mitverfolgt. In dieser Woche tobte eine epische Schlacht um Macht und Milliarden bei OpenAI, den in San Francisco ansässigen Entwicklern von ChatGPT, einer der weltweit hochgehandelsten Startups im Bereich KI. Ihr Chef Sam Altman wurde innerhalb von 3 Tagen erst krachend entlassen und dann auf Druck von Investoren und Mitarbeitern wieder eingestellt. Er hatte das einstige Non-Profit-Unternehmen zu einem profitorientierten Konzern mit milliardenschweren Investoren umgebaut. Ein skurriler Machtkampf, der die beiden Strömungen rund um die neue Technologie veranschaulicht. Da sind jene, die vor den Gefahren warnen und jene, die darin in erster Linie ein Riesengeschäft sehen. Lisa Müller sagt uns mehr. Und zum Schluss ein echter Geschichtskrimi, der uns an den Hof von König Artus führt. Der Mittelalterforscher Emanuele Arioli entdeckte vor 13 Jahren in einer Pariser Bibliothek ein altes Manuskript, ein Fragment einer Erzählung. Darin wird ein bisher völlig unbekannter Ritter der Artus-Sage erwähnt, Ritter Seguron, der von einer bösen Fee verdammt wurde, einen imaginären Drachen zu jagen. Mit unglaublicher Beharrlichkeit hat Emanuele Arioli seiner Legende nachgespürt. Daraus sind ein Dokumentarfilm und ein Comic entstanden. Sam Diallo stellt ihn den Geschichtsdetektiv vor. Ja, und der Dokumentarfilm läuft gleich um 20.15 Uhr bei uns. Der Drachenritter von den Abenteuern einer Legende. Das war's vom Infoteam. Halten Sie schön warm und bis morgen. Ademar.